Hi zu dieser neuen Folge Forge of Empires. Und zwar befinden wir uns hier mal wieder auf einer anderen Welt. Ihr habt es bestimmt im Titel schon gelesen. Das ist wieder eine der Spezialfolgen. Denn ich habe die letzten zwei Wochen, ich sag mal, relativ wenig gemacht auf unserer langen Dorn, also der Weekblock-Welt. Und deswegen dachte ich, ja, nö, ich will die Woche nicht auslassen jetzt. Deswegen mache ich einfach mal wieder eine Spezialfolge. Das haben wir lange schon nicht mehr gemacht und es hat sich ja einiges wieder verändert. Und zwar, ihr seht direkt hier schon mal das Rathaus. Ich bin jetzt nämlich hier in der Gegenwart. Tatsächlich erst heute in die Gegenwart gegangen. Die Story dazu ist auch ganz geil. Ich bin hier bei den Apfelquests, hätte ich beinahe gesagt, nämlich schon bei 19 von 20 bei der dritten Questreihe. Was ja schon mal ganz gut ist. Ich muss im Prinzip nur noch das und dann noch eine machen und dann bin ich durch. Und dann kann ich die Apfelmühle auf der höchsten Stufe bauen. Das ist schon mal geil. Aber es war eine Quest dabei, dass da hieß es, erfülle eine Hauptquest. Gut, ich gucke bei meinen Hauptquests rein, ne? Hier, gehe hier oben hin. Und dann hatte ich hier eine Quest, gut, erforsche Internet. Und platziere eine Erweiterung, das war nebensächlich, aber erforsche Internet. Und wie ihr seht, Internet ist die erste Forschung der Gegenwart. Die hatte ich schon längst voll, sag ich mal, mit Forge-Punkten und brauchte die nur noch erforschen. Ich hatte die Güter auch alles parat. Dann dachte ich, ja gut, dann mache ich das jetzt eben. Und bin dann eben in die Gegenwart gegangen heute. Das Blöde war, zwei Quests danach kam Spende, ihr seht die Quests hier, Spende 900 Güter deines aktuellen Zeitalters. Gut, ich bin jetzt heute erst in die Gegenwart gekommen, ne? Da kann ich nicht schon 900 Güter spenden. Ich kann ja mal gucken, wie viel ich überhaupt habe hiervon, ne? Ich glaube gar keine, oder so gut wie gar keine müssen das sein. Zack, hier, gar keine tatsächlich. Ich habe 5 Roboter, die ich bei der Quest dann bekommen habe, mehr nicht. Und da kann ich nicht 900 Güter spenden aus der aktuellen Zeit. Also habe ich hier eine Provinz in meinen Besitz gebracht. Ja gut, muss ich eben wieder ein paar Einheiten opfern und mich ein bisschen konzentrieren für die Kämpfe. Mache ich ja eigentlich eher weniger. Aber na gut, ist alles soweit geschafft. Aber gucken wir uns jetzt mal die Stadt hier an. Und zwar das Rathaus finde ich schon mal ganz geil. Ich habe hier ein paar Produktionsstätten, die Flugzeugfabriken noch, die sind aus der Moderne tatsächlich noch. Da müsste ich langsam mal neue platzieren aus der Postmoderne. Ich war tatsächlich nicht allzu lang in der Postmoderne. Ich habe mich da also nicht lang aufgehalten. Ihr seht das vielleicht einmal in Gütervorräten. Ich habe hier wirklich bloß wenige 100 Güter von jedem. Und die habe ich mir immer so quer krumm duffel gehandelt, sag ich mal. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen die Genomdatenfabrik, sag ich mal, noch platziert und industrielle Filter produziere ich noch und Stahl produziere ich noch und die habe ich dann eben immer hin und her getauscht, sodass ich dann auch erneuerbare Rohstoffe und Halbleiter bekommen habe. Soll jetzt aber erstmal weniger interessieren. Ihr seht hier unten die Filterfabriken, hier habe ich ein Genforschungslabor und das Stahlwerk. Davon hatte ich vorher 2, da stand hier das zweite und dann habe ich gesagt, gut, das reiße ich ab, platziere ich ein Genforschungslabor. 3 Güter sind besser als 2 und ja, gut. Das war es eigentlich soweit mit den Produktionsstätten. Die legendären Gebäude sind natürlich vielleicht auch ganz interessant. Ich habe hier ein Atomium und ein Observatorium zu stehen. Beides ist im Prinzip für die Gilde. Das Observatorium produziert momentan 6 Güter für die Gilde alle 24 Stunden und das Atomium sogar 11 Güter. Da gibt es ja auch noch so einen Geheimtipp, die Arche, ne? Da könnte man glatt mal gucken, wie viel ich für die Arche zusammen habe an Blaupausen. Denn das ist natürlich ein Gebäude, was nicht nur der Gilde bringt, sondern auch mir persönlich. Und zwar richtig gut, angeblich, denn es bringt Mäzenbelohnung um 10% gesteigert. Das ist natürlich cool, wenn man, sag ich mal, an den Förderketten zum Beispiel teilnimmt, dass man dann immer mehr Belohnung bekommt, wenn das levelt, ne? Vor allen Dingen bei Blaupausen ist das dann tatsächlich, wenn man das noch ein bisschen hochlevelt, die Arche, und dann so, ich sag mal, 50% mehr bekommt, ne? Das ist, man kriegt dann 3 Blaupausen oder 4 Blaupausen, sagen wir mal, und dann kriegt man ja 6, weil man ja 50% nochmal oben drauf bekommt. Das ist geil. Und bei Forge-Punkten natürlich auch, wenn man da 70 Forge-Punkte bekommt und plus 50%, ne, das sind über 100 Forge-Punkte, die man stattdessen bekommt. Das ist echt gut. Mal gucken, ob ich die platzieren will noch, aber ich habe dazu eigentlich gar nicht genug Blaupausen und mir ist das, um ehrlich zu sein, auch nicht so wichtig. Ja, ihr seht, das ist vielleicht ein bisschen, die Stadt ist ein bisschen anders aufgebaut als auf Langendorn. Nicht nur von der Richtung her, hier gehe ich ja mehr nach hier unten, Langendorn gehe ich ein bisschen weiter nach hier. Das ist tatsächlich so
gedacht von Anfang an schon, weil auf jeder neuen Stadt will ich anders in eine andere Richtung gehen, weil das sonst langweilig wird natürlich, wenn man immer dasselbe macht. Außerdem bin ich hier ein bisschen mehr auf Güter ausgebaut. Ihr seht hier die ganzen Stammesplätze, 2, 4, 6 Stammesplätze, die produzieren täglich 5 Güter, wenn sie motiviert sind, das heißt von jedem Gut 1. Das heißt 5, 10, 15, 20, 25, 30 Güter, von jedem also 6 Güter pro Tag. Und das ist schon mal gar nicht so schlecht, so kann man durchaus einen guten Vorrat ansammeln von jedem. Das heißt, ich kann nicht nur die produzieren, die ich hier an Fabriken habe, sondern eben alle, wenn auch in geringeren Mengen. Die Terrassenfelder sind natürlich ganz geil, die bekommt man nur bei den Gildenexpeditionen auf Stufe 3 oder 4 geschenkt, ich glaube 4 sogar. Habe ich mal 2 bekommen und die sind echt gut, die produzieren 5 Forge-Punkte. Und die lasse ich auch auf Forge-Punkte laufen. Das wäre sonst, ich könnte die auch auf Güter produzieren lassen. Das wäre dann aber 8 Stunden und ich glaube 10 Güter auch, nur in Anführungsstrichen. Also 2 von jedem Gut. Ich gucke aber nur alle einen Tag, sage ich mal, rein. Deswegen lasse ich die immer auf 24-Stunden-Basis laufen, nicht auf 8-Stunden-Basis. Weil das wäre mir irgendwie, keine Ahnung, zu doof, sag ich mal. Ich könnte dann zwar, ich sag mal, 20 Güter pro Tag mit jedem der beiden produzieren, so Pi mal Daumen, sag ich mal, wenn ich zweimal einsammle, ne? Das heißt, 40 Güter pro Tag durch 5 sind 20, nee, was sind 40 durch 5 sind, ich bin gerade zu doof, 8 Güter, ne? 8 Güter von jedem, was ich pro Tag produzieren könnte. Das ist natürlich cool, alleine mit den beiden Terrassenfeldern, aber Forge-Punkte, 10 Forge-Punkte sind doch besser, weil 10 Forge-Punkte, das ist eine komplette Leiste, die man pro Tag dazu bekommt. Und deswegen lasse ich das darauf laufen. Meine legendären Gebäude sind hier tatsächlich, wie ich auch in einem anderen Video schon mal gesagt hatte, die hängen, sage ich mal, so ein bisschen hinterher. Ich habe ja auf Langendorn jetzt das erste Gebäude, das Castle de Monte, was tatsächlich auf Level 10 ist. Das habe ich hier nicht annähernd. Ihr seht, mein Leuchtturm ist auf Stufe 6, mein Aachener, den level ich momentan so ein bisschen, ist auch auf Stufe 6. Der Relikt-Tempel ist auf Stufe 8, das ist das höchste Gebäude hier. Und der Zeus ist auf Stufe 7. Die hier hinten kann man getrost ignorieren, die sind auf 5 und 6. Relikt-Tempel habe ich tatsächlich länger mal gelevelt, weil ich eben aktiv Gildenexpedition in der Moderne gespielt habe. Ich habe sehr lange in der Moderne gehangen oder beziehungsweise verharrt, sag ich mal. Und da ließ sich das dann sehr gut spielen. Und da habe ich auch gut was bekommen an Belohnung. Also da war pro Woche auch mal so einmal 100 da Forge-Punkte oder so drinne oder mal 200 Güter oder so. Ich habe tatsächlich diese Woche auch wieder gespielt und ich hatte, mein Rekord war 3 goldene Relikte auf einmal. Das heißt, ich habe die nicht bei einer Begegnung bekommen, ist klar. Aber die waren eben auf einmal auf der Karte, weil ich die nicht eingesammelt habe. Und dann habe ich tatsächlich einmal 200 Güter, einmal 100 Forge-Punkte und einmal 1200 Medaillen bekommen. Und das ist natürlich ein richtiger Push, ne? Vor allen Dingen die 100 Forge-Punkte, wenn man die dann in so eine 100er Förderkette spendet. Davon haben wir auch eine, neben den normalen hier, haben wir auch eine 100er Förderkette. Und da ab und zu schreibt da mal jemand was rein und 100 Forge-Punkte sind echt ein richtiger Boost für legendäre Gebäude. Vor allem, wenn die bloß so 380 Forge-Punkte brauchen, ne? Gut, ihr seht meine Gebäude hier. Ich habe ganz viele Bungalows aus der Postmoderne noch. Und hier hinten auch noch einen stehen. Und ja, ich glaube, dazu brauchen wir nicht sehr viel sagen. Die werden dann ersetzt, sobald ich wieder ordentliche Gebäude habe. Ein Tagesgebäude platziere ich immer. Wie gesagt, ich komme so einmal am Tag online. Wenn ich schaffe, auch zweimal. Hier habe ich tatsächlich vorhin, beziehungsweise vor wenigen Minuten gerade erst umgebaut, sag ich mal. Das heißt, ich habe ein Schwimmbad platziert, das habe ich geschenkt bekommen bei den jetzigen Gildenexpeditionen, da können wir gleich auch nochmal reingucken. Und das habe ich platziert, dann ist mir aufgefallen, das braucht eine doppelte Straße. Also muss ich hier erstmal so eine doppelte Straße legen und habe dann hier alles umgebaut. Eigentlich stand hier auch noch so ein Gebäude für, wie heißt das Ding, ich guck mal gerade nach, Maschinengewehrproduktion, Maschinengewehrschießstand. Den habe ich abgerissen, weil das dann alles nicht mehr gepasst hat und ich eigentlich genug Maschinengewehrschützen erstmal habe hier. Es sind nicht so viele, ich kann mal gucken, steht das hier hinten? Maschinen, nee, steht nicht. Sind bloß so, keine Ahnung, 9, 10, 4, 8, 12, 16, also 20 Stück, sag ich mal, Pi mal Daumen. Und die reichen erstmal, sag ich mal. Ich benutze davon immer nur einen pro Kampf, ne? Kombiniert mit Agenten dann, von daher geht das. Und ja, oh wow, geht schon 9 Minuten wieder. Ich
wusste gar nicht, jetzt so schnell, so langsam quatsche hier. Ja, und dann habe ich die ganzen Ritualflammen platziert. Das hat mich nämlich so dezent angekotzt, sag ich mal. Ich wurde oft geplündert und dann waren immer die Terrassenfelder dran und ein Verlust von 5 Forge-Punkten ist echt heftig. Deswegen habe ich als erstes natürlich meine Armee mal modern gemacht, sag ich mal, in die Postmoderne geholt. Das waren tatsächlich noch moderne Einheiten und die habe ich erstmal ersetzt. Das heißt, so dürfte es schon mal weniger geben. Und da ich dann hier so ganz viel Platz hatte, habe ich gesagt, gut, platziere ich meine ganzen Ritualflammen, die ich noch im Inventar habe. Die bekommt man ja auch zuhauf bei den Gildenexpeditionen. Und so habe ich jetzt tatsächlich 8, 16, 24, 32, 40, 48, 52, ja Quatsch, 56 und 64% Verteidigungsbonus. Und das ist halt heftig, ne? 64%, das heißt, sie sind über 2/3 so stark, meine Einheiten. Also die kriegen nochmal 2/3 ihrer Kraft obendrauf, sozusagen. Und das ist halt heftig, ich glaube nicht, dass da jetzt noch jemand durchkommt. Und ja, das ist auf alle Fälle so als Schutz. Hier habe ich auch das Heckenlabyrinth und wie ihr gesehen habt, bei dem Apfel-Ding bin ich fast durch. Das heißt, die Apfelmühle werde ich hier auch platzieren. Das sieht ja auf Langdorn leider noch nicht ganz so gut aus. Aber da werden wir sehen, wie sich das da noch ergibt. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt nochmal kurz in die Gildenexpedition rein. Hier bin ich auch bei Stufe 2 jetzt hier und fast durch mit Stufe 2. Ich will das eigentlich noch durchspielen. Hier könnte man einen Stammesplatz bekommen. Und wenn ich einen bekomme, dann platziere ich den auch immer gleich. Habt ihr vorhin gesehen. Weil ich wirklich hier so ein bisschen mehr auf Güter spiele. Und da ignoriere ich auch gut und gern mal ein Gebäude für Forge-Punkte. Aber, wie gesagt, Terrassenfelder sind ultimativ. Die werden natürlich platziert. Hier muss ich auf alle Fälle noch weitermachen. Hier ist gerade kein Relikt auf der Karte. Den Relikt-Tempel will ich auf Langdorn auch unbedingt noch platzieren. Ach, ich wollte mal gucken, wie unsere Gilde momentan steht. Die steht jetzt auf Platz 2 und das ist gut. Platz 1 holen wir nicht 91%, das klappt definitiv nicht, aber 55% sind echt gut. Guck mal, das ist auch eine Gilde, die rein Expedition spielt, die hat im Namen auch schon Expedition. Solche Gilde kann man einfach nicht einholen, das geht nicht. Aber wir so als durchschnittliche Gilde mit 55% ist eigentlich ganz gut. Ich spiele persönlich die Gildenexpedition relativ selten mittlerweile, weil ich eben oft die Zeitalter jetzt gewechselt habe. Und wenn man so länger in einem Zeitalter verharrt, dann geht das auch sehr einfach. Ich habe jetzt mittlerweile, bin ich von meiner Taktik runter, nur mit Gütern zu verhandeln, weil man da natürlich, sag ich mal, hohe Güterverluste hat. Vor allen Dingen, wenn man dann 3 bzw. sogar 4 Stufen teilweise spielt. Das heißt, ich kämpfe jetzt tatsächlich mehr. Ich habe mir die Taktik mit den Agenten angewöhnt. Das heißt, ich habe jetzt noch, ich gehe mal in die Bronzezeit, ich habe jetzt noch 384 Agenten nur noch, denn ich habe angefangen bei über 600. Dann ist mir aufgefallen, ich habe mein Agentenversteck nicht mehr, ich habe das nicht eingelagert damals, ich habe es aus Versehen abgerissen. Deswegen habe ich jetzt tatsächlich beim Herbst-Event so lange gewartet, bis ein Agentenversteck kam, mir das geholt und dann, ich habe das glücklicherweise relativ schnell bekommen, habe dann meine Äpfel behalten und gewartet, bis ich einen Wunschbrunnen bekomme. Da habe ich auch einen bekommen, mit über 1300 Äpfeln, dann dachte ich, ja gut, da hätten auch mindestens 2 drin sein müssen, aber ich bin natürlich froh, dass ich überhaupt einen bekommen habe. Das ist der hier, den habe ich auch platziert jetzt vorhin und genau, ja, ist eigentlich ganz gut. Hier spiele ich auch viel auf Wunschbrunnen, wie ihr seht, ich habe hier hinten ein paar zu stehen und hier vorne Schreine des Wissens habe ich tatsächlich nicht, wie gesagt, ich spiele nicht so auf Forge-Punkte hier, sondern eher auf Güter und mit den Wunschbrunnen bekommt man sehr viele Güter. Ja, ich würde sagen, das war's dann erstmal für diese Folge. Falls ihr Fragen habt zu dieser Welt oder auch zu Langdorn, ich habe ja jetzt kein Video zu Langdorn gemacht, immer unten in die Kommentare.